Und dann 6 sind 11 in den Bauch. Das sind dann nochmal 6 Schaden. Ja, wie ist deine Wundschwelle? Die ist eigentlich, warte mal, lass mich nicht 11. lügen. Deine Wundschwelle ist 11. Das heißt, wenn du 10 Schaden bekommen solltest, ist das die erste Wunde. Denk dran, dass der Pfeil die Wundschwelle um 2 Punkte senkt. Das meine ich ja. Wundschwelle ist Okay. 11, minus 2 ist 9 und wenn du Warte bei den 10, mal. beim 10 Schadenssprung kriegst du die erste Wunde. Korrekt. Dann müsste ich aber noch keine Wunde gekriegt. Oder warte mal, nee, Korrektur zu meiner 6. Ansage von gerade. Ladezeit ist nur 4 Nee, Aktionen bei einem langen Bogen. nee, dann habe ich noch keine Wunde gekriegt tatsächlich. Genau, ich wollte das nur einmal schon durchgerechnet haben. Dann haben die beide geschossen. Und dann ist die 23 durch. Ansonsten gibt es keinen mehr. Nächste Kampfrunde. Ich natürlich vor. Ja, da möchte ich vorziehen. Ja. Möchte sich vom Schuf lösen? Stopp. Hängt dran, dass du am Boden liegst. Nee, tue ich nicht. Bin Ach, er aufgestanden. ist Oh, jetzt sorry, aufgestanden, habe ich nicht genau. mitgekriegt. Aber du möchtest dich, ja. Ich habe eine freie Aktion. Mit einer Aufmerksamkeit plus 8 ist das natürlich erschwert, aber ich kann dich trotzdem. Für 1, 2. 2 wie 6 plus 3 waren das, ne? Das sind 11 TP in das rechte Bein. Und du verlierst ein W6 Inni. 11 TP in das linke Bein. 11 Okay, TP sind in das linke Bein und du verlierst wie viel? Inni? ein W6 Initiative. 1 wie 6, Okay. weil. Zumindest bei mir ist es das rechte Bein. Ja, rechtes Bein. Was habe ich gesagt? Rechtes Bein. Ja, Linke, ist das habt ihr wurscht. beide alle gesagt. Ja, ist tatsächlich wurscht, aber. Ja, steht halt drin, rechtes Bein. Gut, aber ich bin ja trotzdem gelöst, richtig? Ja, Dann trotzdem kannst hier du weiter noch. vorziehen. Was mein. Da könnte ich hinlaufen, Ja. richtig? Aber dann sind meine Aktionen noch over, richtig? Warte Du hast dich mal. mehr als 8 Schritt bewegt. Ja, dann ist es die zweite Aktion. Dann laufe ich hier hin. Neben An der sie. Front Hinter, vorbei. ja, also sie kann sich halt mitdrehen, ne? Das ist nicht das Ja, klar. Problem. Ist mir schon klar. Gut, dann darf sie jetzt mich auch angreifen. Und zwar mit einem Dolch. Du siehst ein. Es ist kein wirkliches Dolch, es ist eher ein chirurgisches Messer. Oh. Oh. Du hast die Geschichten der Schule der Schmerzen gehört. Diese Wunden That's verheilen probably niemals. going to hurt. 1W20. 15. Sie hätte dich getroffen. Du Gut, könntest kann ja natürlich nicht. frei ausweichen. Ach, frei ausweichen. Welche Distanzklasse bist du denn gegangen? Die Naja, auf. Distanzklasse kann ich mir aussuchen. Warum kannst. Weil sie die höhere in die Hand, ja, okay. Ja, weil er auch, Ja, ist weil er richtig. nicht angegriffen hat und einfach nur neben mir steht. Ja, ich hatte im Kopf, dass er die höhere Inni hatte, war ja nicht mehr. Warum kann der Schruf sich dann die Inni zu mir aussuchen? Weil du am Boden lagst. Ah, okay. Ja, macht Sinn. Ja, Ja, frei willst du ausweichbar frei kann ich mir ausweichen nicht. oder Nee, nicht? kann ich mir schenken, kann ich nicht. Gut, dann sind das 7 TP, beziehungsweise SP, weil es durch Rüstung schneidet. Das ist ja noch human. In den Torso, ja. Problem ist, dass die nicht heilen. Das ist bad. Ich kenne einen guten Chirurgen. Wir nehmen einfach seinen Kopf und transplantieren ihn woanders hin. Volpera richtet das. So, in den Torso. Dann ist sie durch. Rafim hat sich bewegt, aber mir. Ja, ich will weiterreiten. Wieder 36 Schritt. Da. Etwa. Möchtest du währenddessen noch zaubern? Nein. Gut, dann reitest du weiter. Iserun. Genau, ich reite auch weiter. Mein Zauber hatte ich ja schon gewürfelt. Der müsste jetzt ja irgendwann im Laufe der Zeit dann zur Wirkung kommen. zünden. Brauchst du noch eine Reitenprobe oder kann ich einfach so? Nee, kannst auch mal 36. Das wird schon sekisch werden. Schauen wir mal, ob Raphim so ein Schiff. Iserun hat sich bewegt. Boltax. Ja, 36. Oh, so. Aus irgendwelchen Gründen reiten Kiaras und Avianda nicht ganz so schnell. Könnte sein, Mag dass nicht sie wohl in den warum. Kampf nicht rechtzeitig eingreifen können. Beiden. So, dann ist Boltax durch. Jalan. Ja, kein Problem. Reiten wir unsere 36 Schritt. Und dann nochmal 2 Schritt freie Aktion hinterher. 38,9. Ich möchte währenddessen meine Lanze senken. Das wollte ich gleich vorher angesagt haben, nicht, dass ich am Ende mit gehobener Lanze an den Schub ankomme. Das wäre Eine peinlich. Lanze, alles klar, du willst weglanzen. Ja, ich Hier weiß noch stehe nicht ich wem, hier. es.
entscheide ich mir gleich. Hattest du mitgenommen, ne? Gehe ich von aus. Ja, sonst kein Streitlos ohne Lanze. Ja. Also. Die Kriegerin laden und zielen. Nächste Kampfrunde, der Schruf. Ach nee, der hat sich doch gar nicht bewegt, ne? Weil Rafim vorgezogen hatte. Stimmt, der hat noch nicht richtig. Ja, siehste, weißt du was, ich werde dir entgegengehen mit. Was hat er denn? Eine GS von? Hab ich gesagt? WDZ, Schruf. Geschwindigkeit 6 sind 12 Meter. Ich hatte mich eben schon 12 bewegt, plus 6 sind. Zack. Dann bin ich fertig. Nächste Kampfrunde, Schruf bewegt sich nochmal. Ich weiß nicht, was noch kommt. 1, 2, 3, 4, 5. 12. 18. Mal zu was schauen. Wird er mich abfangen können. Feigling! Ja, die Lanze, das Problem ist, die Lanze ist nicht geweiht. Ich will die jetzt, ich will den Lanzenklang jetzt nicht an diesen dämlichen Schrub machen. Nee, ich dachte. Wen willst du denn sonst weglanzen? Die Magierin natürlich, ist doch klar. Ach, die stirbt doch jetzt eh. 30 und 2 freie Aktionen Schritt. Isarun wird so sterben. Isarun sollte sich kümmern. Die ist die Magierin. Die ist Dämonologe. Armin, wir ist Dämonologe. Ich lass mich ganz kurz messen. Gut, Jalan hat er vorgezogen, dann kannst du schon weiter ausmessen. Ja, das reicht mir. Möchtest du eine Reitenprobe, weil ich so ein bisschen an die Ränder dieses Wadi komme? Oder geht das so? Ja, wenn du die Deckung jetzt hier auch benutzen willst, also explizit diese Büsche und gib mir mal. Erschwernis? Oh, marginal 2. Denke daran, dass sie für mich geviertelt wird. Ja, Patzer geht immer. Stimmt. Dann ist Jalan durch, die orangen Kriegerin würden weiter laden und auf dich anliegen, Schruf Rafim. Ja, was für eine Entfernung steht die Alte denn jetzt zu mir? Oh, sie hat sich erstmal den Dolch ausgesucht mit Haar. Ja, dann versuche ich der Alte jetzt mal einen Doppelschlag reinzudrücken. Ja, richtig, du hast Schlagringer angesagt. Richtig. Doppelschlag, das heißt, du machst... Er macht 2 Schläge. Angriffe, ich glaube, die sind jeweils mit einer Schwernis belegt und sie kann beide oder auch nur einen, je nach ihrer Wahl, parieren. Bist du unbewaffnet regeltechnisch? Es oder gilt ist der als Schlag... regeltechnischer Angriff, ja, es ist eine Waffe, ein Angriff mit einer Handgemengewaffe, zählt also als unbewaffnet. Also keinen halben Schaden, okay, dann... Doch, ihr kriegt einen halben Schaden, Handgemengewaffe. Achso, okay, dann ist gut, dann möchte ich auch parieren, auch wenn das nicht ganz so gut ist, aber ich versuch's trotzdem mal. 7, das ist gelungen. Ja, und den anderen Treffer? Wo ist denn der andere? Hast du den? Achso, du würfelst einmal und. Ja, würfelst du nur einmal. Ja, ich werde den anderen. Nee, das ist der Doppel. Du denkst an den im bewaffneten Kampf. Ah, stimmt. Den im unbewaffneten Kampf. Dann mache ich dir jetzt erst einmal den halben Waffenschaden. Sind 4 plus 3 sind 7, sind wieder 4 TP. Ja, aber es geht durch Rüstung, richtig? Genau, weil ich Chirurgie Besteck aus Elbe rum. Ja. Und dann nimmt sie den ersten Schaden von dir und schneidet dann nochmal nach dir. Ja, okay. Fang du an. Also Paraden auf DKH unbewaffnet sind tatsächlich nicht mit Schaden belegt dann. Also wenn man selber pariert auf DKH. Weil man da den Waffenarm selbst angreifen kann, anstatt die Waffe selbst. Ja, aber gut, aber wenn sie mich angreifen muss, muss sie jetzt erst würfeln. Ja, ich wollte es nur gerade sagen. Das könnte gleich wichtig werden. So, 11. Das ist nicht mehr als ihre... Also ihre Konstitution ist höher als 11. Das heißt, du schlägst sie nicht ins Koma, aber du machst jetzt 11. 6 Schaden. Das sind Schlagringe, sind das TP, ne? Nicht TPA. Nee, das sind TPA. Sind TPA. Sind TPA. Ja, das hab ich im letzten Mal verkackt, aber das habe ich beim Nachgucken, ist mir dann wieder aufgefallen. Schlagringe sind tatsächlich TPA. Gut, dann ist es keine Wunde. Dann muss sie auch keine Selbstbeherrschungsprobe würfeln und sie kann ein weiteres Mal angreifen. 1. Rafim. Du kannst parieren. Also hast du noch eine Parade? Bestätigt. Kostet der Doppelschlag dich das Ding? Nö, der kostet mich nur ein Manöver. Aber mit halber Parade schaffe ich das nicht. 1W6. Genau. Ja, ist egal, ich bin Toast. Sind 6 mal 2 in deinem Bauch. Ja, ich bin schon Toast. Das war schon nicht so die feinste Aktion, da noch weiter reinzurennen. Ach, keine Angst. Ja, warte, kann ja sein, dass du irgendwie noch wiederbelebt werden kannst. Also du hast eben 4 LEP. Dann bekommst du... Was hatte ich eben gesagt? 3 plus 3 sind 6 mal 2 sind... 12 sind minus 8. Sind minus 8 und du bekommst eine Wunde am Bauch. Ja. Sind 1W6 Zusatzschaden. Ja, warte. Ich weiß, wer schuld ist. Jalan ist schuld. Warum bin ich schuld?
Weil du ihn vorgeschickt hast. Ich habe ihn vorgeschickt. Hätte er sich zurückgezogen, wie das normale Kundschafter tun, wäre er jetzt noch am Leben. Dann ist dieser Kampf mit 1, 2, 3 Wunden vorbei. Wir nehmen Rafim aus dem Spiel. Schruf ist fertig, Abelmir ist fertig, Isarun. Ich mache einen lustigen eine Aktion Acceleratus. Auf dich oder das Pferd? Auf mich. Okay. Eine Aktion, Basisinitiative? Warum bin ich eigentlich fertig? Ich habe gar nichts gemacht diese Runde. Ja, damit sie damit dreimal so viel. Und dann reite weiter. Ach stimmt, Abelmir ist ja zuerst dran. Deswegen gar keine gute, ey. Hier, passt. Ich hab nur Raffi mit der 15 weggezogen. Ich würde gerne noch eine freie Aktion sagen. Isarun, zu mir! Drei Worte kann man sagen, oder? Glaube ich. Eine freie Kampf, eine freie Aktion sind drei Worte. Ja. Und ich glaube, eine Aktion ist ein Satz oder so. Ich bin mir da ja, würfel gerne den Acceleratus. Jawohl. Ich habe das noch nicht. Ich habe jetzt eine Spezialisierung auf Zauberdauer. Habe ich aber noch nicht eingetragen. Warte mal, mach ich so. So. Ja. Jo. Okay, jetzt muss ich die ganzen Werte erstmal eintragen. Also deine Initiative, deine Basisinitiative 16 mal 2 ist 32 und wenn du vom Pferd absteigst, plus 1 wie 6. 32 plus 1 wie 6, aber aktuell gilt noch deine Pferde-Ini. Dann ist. Willst du noch reiten? Wenn ich das noch kann. Ja klar, also sonst reitet das Pferd weiter. Ja, was halt. Also aber mir hat jetzt gerufen zu mir. Ja, wenn du abbremsen willst, musst du auch wieder reiten, Proben würfeln oder so ein Blödsinn, weil sonst reitet das Pferd einfach weiter. Ja, aber mir kann auf sich selber aufpassen. Ich reite weiter. Ob es, er wollte dich beschützen, nicht andersrum. Mit seinem Guardianum? Ja. Ich sag dazu nichts. Ja, 34 Schritt. Hopp. Aber ich meine, ich hab doch schon einen. 34 Schritt. Ich und dir vorbei. Ui! Kannst du natürlich machen. Und fängt er dich ab, das weißt du. Ja, nee, also dann reite ich halt zu ihm. Paar. Ja, dann kannst du gleich mal gucken, was du mit der Pferdegeschwindigkeit machst für einen Sturmangriff oder so ein Blödsinn. Oder du bleibst halt einfach vor ihm stehen, gucken uns nächste Kampfrunde an. Abelmir hat er sich bewegt. Boltax. Ja, ich reite zu Abelmir. 36, die anderen bewegen sich auch, haben wieder Probleme. Flamm und so ein Blödsinn. Mhm, nicht Händchen halten. Yalan hatte schon vorgezogen, genauso wie ironischen Kriegerinnen, die auf dich angelegt haben. Mhm. Nächste Kampfrunde, Schruf ist dran. Jemand vorziehen? Erstmal nicht. Also nee, nicht zum Schruf. Würde gern vor dem Schruf. Ja, wäre halt sinnvoll, ne? Ein Sturmangriff vom Pferd aus wäre eine Reitenprobe erschwert. Ich trage nochmal gerade was ein. Wäre eine Reitenprobe erschwert um 6 Punkte. Falls du das machen möchtest. Ja, also brauche ich dafür die Sonderfertigkeit, oder? Nicht so wie ich das, wenn ich das lese. Hier steht keine Voraussetzung. Oder mache ich meine Reitenprobe. Bist du... Warte. Also, falls es hilft, ich habe Reiterkampf. Ja, das ist tatsächlich deine Voraussetzung da. Würfel einfach mal eine Reitenprobe. Schauen wir mal, wie viele Punkte übrig bleiben. 5. Das würde nicht reichen. Ja, dann kann ich wohl nicht Sturm angreifen. Kann ich normal angreifen. Ja, also dann hältst du halt so, mit dem... Nee, da, Reitenprobe plus 6, ja. Das ist dann wie ein verfehlter Sturmangriff. Also du verlierst deine Aktion und dein Gegner steht da einen Passierschlag zu. Ja, machen wir einen Passierschlag. 1W20 ist eine 19, ist nicht getroffen. Aber dann darf ich jetzt dran sein, es sei denn, jemand möchte vorziehen. Beispielsweise Abelmir. Ich bin noch zu weit weg. Hattest du schon? Ne, du hattest noch nicht, ne? Du kannst schon nicht den galoppieren. Hast du doch? 3, nein, 2, ich zieh nicht vor. Gut, Schruf ist dran. Schruf schlägt auf dich ein. Ich muss kurz vorher auswürfeln, wie oft er macht. Nur zweimal. Nur 2W20 mit Tentakeln. Der erste trifft, der zweite nicht. 2W6 plus 3. Oh Junge. Sind 7. Also, 7 TP auf den Schild. Sieh mal, der Schruf ist so nett, der zieht ja genau die 7 TP-Schritte ab. Und das ist süß von ihm. Schruf es durch, aber mir. Ich würde weiter ranreiten, so dass ich ihn durch den Guardianum hinausdränge.
Also ich reite hinter Isarun, so halb schräg gelege bis dahin. Und dann müsste ich eigentlich aus der Entfernung aus der Reichweite rausdrängen, von Isarun weg sozusagen. Was bringt dich auf den Gedanken, dass du mehr Körperkraft hast als ein Schrug? Genau, das ich reite auf einem Pferd. Auf einem Pferd halt. Das Pferd hat garantiert mehr Körperkraft als ich. Und der Schruf, keine Ahnung. Der ist ein großer Gegner, also ich möchte es in Frage stellen, aber ich weiß es nicht. Du kannst es versuchen. Würfel mal eine Körperkraftprobe. Ist zwar jetzt fürs exemplarisch fürs Pferd, ja. Okay. Dein Pferd hat eine Körperkraft von. Es ist kein Stratos, also nehme ich an die 29 Punkte. 29? Ja. Das ist ordentlich. Ja, Stratpferde kriegen dann noch 2-3 Punkte oben drauf. Hast du einen exemplarischen Wert für einen Buschruf oder für einen Schruf? Steht gerade hat leider keinen. Du kannst den Gefahrenwert nehmen, der dich bei 16, wenn du möchtest, aber das ist ein. Macht halt nicht so Sinn, der ist ein großer Gegner, ne? Also wird halt mehr als KK 16 haben. Ich würfel einfach mal einen W20 dagegen und dann gucken wir mal. 13. Ja, mehr KK als ein Pferd wird er jetzt, glaube ich, nicht auf die Waage bringen. Nee, das ist schon okay, gerade mit einem Sturmangriff von einem Pferd. Also er wird ein bisschen weggedrängt. Sagen wir 2 Meter. Also zumindest so, dass Isarun halt nicht mehr in der P-Distanz steht. Und dann mal versuchen, gegen dein Schild einzuhacken. Dann ist Abel mir fertig. Isarun hatte vorgezogen, Boltax. Ja. Seid ihr schön am Schub vorbei? Ja. Boltax, er sticht jetzt die Morgenschütze hin. Ja, das war der Plan. Dann bin ich wohl dran. Ich möchte diese Runde nur eine Aktion zum Manövrieren aufwenden und mich 12 Meter in Richtung der Aga bewegen. 12 Meter hoch, sorry. 12 Meter, ja. Und mit der anderen mein Schild schon mal bereit halten für die Parade, die gleich kommen wird. Für die Parade der Pfeile? Ja. Okay. Beide werde ich nicht kriegen, außer ich kritte, aber einen auf jeden Fall. Raffi, möchtest du einen Schicksalspunkt? Warte doch, ich kann beide, ich habe ja Schildkampf 2. Achso, wenn die alte mich weiter angreift, vermutlich. Genau, also wäre jetzt die Frage, entweder sie sticht dir jetzt ins Herz, damit wärst du unendlich tot, oder aber sie löst sich von dem Kampf und wird dich nicht töten, sondern dann den Kampf gegen Jarlan antreten, wenn du den Schickbi verbrennst, sonst sticht sie dir ins Herz. Kann ich mir das überlegen? Kann ich mir nicht überlegen. Will sie nicht als Haustier behalten? Ich meine, er ist ein gutes Exemplar. Ja, aber schon beschädigt. Ja, hat sie gemacht. You break it, you buy it. Ich lass dir mal diese Aktion zum Überlegen, aber jetzt brauche ich dann auch eine Entscheidung. Boltax ist durch, Jarlan ist geritten, die Schützinnen würfeln auf dich. Nein, sie schießen auf dein Pferd. Was? Warum? Weil sie, Pferdereihe. Wow. Ja. Kann ich mit Erschwernis trotzdem versuchen, die 1 zu parieren? Also, ja, selbstverständlich. Ich guck gerade mal, ob sie die 1 bestätigt. Die 1 ist bestätigt. Mhm. Ich würfel trotzdem mal eine exemplarische Parade. Nicht mit dem langen Bogen, bitte. Danke sehr. Dies wäre gut und gerne pariert. Warte, 8er Erschwernis und dann die Hälfte. 8er Erschwernis, weil du einen Pfeil versuchst zu parieren. Ja, richtig. Auf die 20, 12 wäre geschafft. Auf die 20, dann bist du bei einer 12 und 12 halbiert, dann bist du bei. Nee. Doch 12 halbiert. Ich bin unter 6. Gerade so mit dem unteren Kante von diesem Tropfen. Von oder halbiert. Tropfen nee, du halbierst du erst. Ich ziehe. Normalerweise. Du halbierst warte. Erst und. Warte. Durch den Crit, durch den Crit halbierst du erst. Ich halbiere erst, du hast recht. Ich halbiere 10, erst, dann bin ich auf 10. 10 dann minus 8. Nicht, da hast du recht. Ja, damit habe ich dich getroffen. Crit auf das Pferd, sie sagt mir einen Schaden. Ja, 1W6 plus 5, nee, plus 6 mit der Entfernung sind. Dann nicht immer plus 1 für die Entfernung. 7 mal 2 sind 14. Ja, das ist kein Problem, dies ist keine Wunde. Reitenprobe? Richtig, Reitenprobe erschwert um erlittene SP des Pferdes. Da kommen 2 Punkte Rüstung von ab, also 12. Wird halbiert durch Ritterkampf, wird geviertelt durch Kriegsreiterei. Also geviertelt, dann erleichtert um 3 durch Ausbildungsstand des Pferdes. Also 12 geviertelt und welche um 3? Erschwert um 1. Gut. Darf ich. Darfst du. Gut. Knapp, aber geschafft. Dann haben die beiden geschossen. Nächste Kampfrunde. Schruf. Jemand vorziehen? Ja. Ja, ich auch. Denn ja, in der Tat. Möchtest du zuerst, Abel, mir? Ich denke, ich ziehe erstmal vor alle vor. Ja, dann mach das.
Lanzenangriff auf die gute Maga. Ja, die erste Aktion wirst du, also, ja, wie gesagt, die erste Aktion reitest du hin. Jetzt trotzdem die Frage, weil in der, sie ist vor deiner zweiten dran. Auf ihm? Schicksalspunkt verbrennen oder nicht? Ja, ich hadere gerade noch mit mir, aber. Ach komm, fuck it, machen wir erstmal. Ich lass dich jetzt nicht hier sterben. Ich wollte gerade sagen, sonst mit dem nächsten Charakter ist auch wenn egal, das, ob du. Wenn er das nicht macht, reite ich jetzt nicht, sondern ziehe eine Liturgie. Einen Bandstrahl vom Himmel rufen. Gut, ja, Rafim verbrennt seinen Schicksalspunkt. Sie lässt von dir ab, schneidet nicht weiter in dein kostbares Fleisch, sondern konzentriert sich auf den Angriff des Reiters Jalan. Die gute Dame ist ein mittelgroßes Ziel, das ist eine Viererschwernis. Bekomme ich noch Erschwernis durch Gelände? Gelände, wenn ich wieder eine Reitenprobe. Ja, doch, also keine Reitenprobe, das machen wir dann exemplarisch mit dem Dingens, aber ich gebe dir eine plus 4, um da hochzulaufen. Haben wir insgesamt eine plus 8. Ich verzichte auf weitere Ansagen. Hinweis: Jede belgelelsche Priesterin hat Gefahreninstinkt. Jede. Das heißt, sie weiß, was auf sich zukommt. Ja, okay, sie kann den Güterzug gerne kommen sehen, aber er spießt sie trotzdem auf. Das gucken wir uns jetzt an. Ich möchte eine Zweierfinte. Gut. Erstmal die Rattenprobe. Fahrzeug geht immer, leider nicht. Gut, dann. Ich weiß was, machen wir eine Sechserfinte. Also haben wir insgesamt eine 8er Erschwernis plus eine 6 sind eine 14. Sechserfinte. Ja, erleichtert um 5 Punkte durch. Wie nennt man es? Turnierreiterei? Turnierreiterei, also Kriegsreiterei, ja, aber Turnierreiterei. Nee, Turnierreiterei gibt 5 Punkte auf jeden Lanzengang. Boah. Ja. Gut, und dann würfeln wir mal, denn wir treffen sowieso nicht und dann ist. Das reicht. Warte, wir hatten die 14, aber hier sind 5, 9, das reicht. Ist die Ausweichenprobe von ihr? Ja. Hätte ich wohl besser mal Wuchtschlag angesagt. Dann kommt jetzt aus Maximaldistanz die Kriegslanze. Finte und Wuchtschlag ist das gleiche im Reiterkampf. Haben wir schon durchgekaspert. Nee, ich kann die TP erhöhen oder die Abwehr des Gegners erschweren. Sie ist nur beim Lanzenreiten gegeneinander gleich, weil die TP gleichzeitig mit Dings abgewehrt werden. Also 18 nein. In ihr Fleisch. Ganz genau. Das und Fleisch ist nämlich schön in Pause mit. Das Fleisch ist schwach. Konstitution bei 12, sie ist nicht eisern, das müssten 2 Wunden sein. Sind 2 Wunden, ja. In die Brust. Ich gebe dir 2 für 6. Ja, nehmen wir deine. Nochmal 8 Schaden. Selbstbeherrschungsprobe 1, 2, 3. Schafft sie. Beziehungsweise erschwert um. Erlittene Schaden über Wundschwelle. Ja. In ihrem Falle also locker flockige 12. Ja, schafft sie nicht. Dann haut es sie um. Ja, dann spießt du sie auf, schleifst sie noch 1-2 Meter mit. Und Rafim ist erstmal außer Gefahr. Dann hast du vorgezogen, Isarun. Genau, ich habe eine Frage. Der Schruf, zählt der als Fußkämpfer im Sinne von Reiter gegen Fußkämpfer? Ein großer Gegner, sage ich mal nein. In dem Fall ist es nämlich reichlich sinnlos, wenn ich noch auf meinem Pferd bleibe, dann würde ich nämlich gerne mich vom Pferd gleiten lassen. Du das. Brauchst du dafür eine Probe oder gestehst du mir das? Lass ich so zu. Alles klärchen. In dem Fall würde ich nämlich den Schruf angreifen mit meinem Langschwert. Seine Parade ist um 2 Punkte erschwert, weil ich akzeleriert bin. Er pariert und, nicht erst einen Schruf. Ach so. Er kämpft auf P mit dir. Prosti zieht da immer ganz gute Begründungen, Herr Meier. Mein Wahrheiler will das nur nicht machen, weil Dämonen auf die 6 verwirren. Alles klar, dann muss ich mich ja erstmal noch ein bisschen auf ihn zubewegen. Ja, also er kämpft auf P und du kannst dir, weil ihr nicht mehr im Kampf seid, kannst du die Distanzklasse aussuchen. Wenn du 4 Punkte oder mehr Initiative hast, dann, also pro 4 Punkte kannst du eine DK unterlaufen. Du bist bei 16, auf die 12 ist es eine, das heißt du darfst mit ihm auf S kämpfen. Ja, beziehungsweise ich muss ja jetzt meine Ini neu auswürfeln. Ah, richtig, hatten wir. Weil stimmt. Ich bin ja abge... Ja, ne? Gut, nee, 32 plus 1 wie 6. War ach, der gibt mir mal wieder diese Fehlermeldung. Einfach wie 6. Dann bist du okay, sind 35. Wir bei 35. Dann kannst du auch auf N mit ihm kämpfen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist.
Doch, weil Schwert ist halt N. Aber auf N kann er beißen. Ja, aber ich habe einen Gardianer. Warte, hat er überhaupt einen Schnabel? 3 Meter Radius. Er hat ein Maul, dran. Ja, er hat einen Affenmaul. Ja. Mit riesiges Maul mit messerscharfen Zähnen. So, weil ich ja jetzt diese Ini habe, krieg ich eine. Nee, warte mal, ich bin über 30. Ich krieg 2 zusätzliche freie Aktionen. Und meine Abwehraktionen sind um 2 Punkte erleichtert. So, aber jetzt erstmal dein Angriff. Genau, ab der 21 die dritte und ab der 31 hast du die vierte freie Aktion. Dann können wir von der Aktion nochmal nur 2 erleichtert durch den sowieso schon Acceleratus. Gut, schauen wir mal nach. 5. Dann habe ich 5 Angriffe. Ich möchte einmal mit dem Schnabel bzw. mit dem Maul zubeißen. Ist dieser Inhalt des Granierarms noch? Nein, glaube ich nicht. Aber sie ist in ihrem persönlichen. 3 Meter Radius. Sie ist in ihrem persönlichen. Also ich meine, du kannst das natürlich, ich würde jetzt zugestehen, dass du so viel Erfahrung mit dem Guardianum hast, dass du es so deichseln kannst, dass ich da irgendwie drin sein kann. Ja, ich meine, ein Kampf ist schon eine Bewegungsaktion, der Schuh wird auch nicht stillstehen. Ja. Also die 20, das ist zumindest nicht zugebissen, dann, er patzt aber nicht, weil er kein Dämon ist, er hat noch 4 weitere Angriffe, das sind 4 Tentakelschläge. Weil er kein Dämon ist? Ja, weil er ein Dämon ist. Die 18 trifft nicht, die anderen treffen schon, dann habe ich, das ist der erste, sind... Ich sollte das, glaube ich, mal eintragen, dann geht das schneller. Sind einmal 10 TP auf den Schild. Dann mache ich 15 TP auf den Schild. Sind 3. Und sind nochmal 12. Hast du so viele Schildpunkte? 2 sind 7 Punkte ab. Ich habe noch 10 Schildpunkte. 10 Schildpunkte von Abelmir. Genau, dann hat Isorun ja noch den persönlichen Schild. Der Schruf ist fertig mit der 10. Isorun hatte noch nicht vorgezogen. Abelmir muss jetzt dran sein, es sei denn irgendwie anders. Schaffe ich es, in der freien Aktion vom Pferd zu gleiten? Ja. Dann würde ich vom Pferd gleiten und meinen Flammensäbel aktivieren. Das dauert wie lange? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, eine Aktion, oder? Mindestens eine. Ich guck gerade mal, wie die Z. Blablabla. Bin ziemlich sicher, das ist nur eine Aktion. Übrigens, durfte ich jetzt nicht angreifen, oder? Du hast noch nicht vorgezogen. Achso, ja. Du kannst gleich noch. Nee, das ist ja auch völliger Quark. Wirkungsdauer, Aktivierungsprobe, aber keine Dauer, also wie lange, wie schnell geht. Doch, das steht da. Blablabla. Nee. Seit 109 gucke ich die DZ. Es steht tatsächlich nichts für die Aktivierungsdauer für das Flammenschwert dabei. Eine Aktion? Keine Ahnung, 2? Oder was? Sag mal was. Also wir haben es bisher mit einer gehandhabt, meine ich. Ja, dann mach eine, passt. Gut. Voll. Oh, ganz knapp gelungen. Oh, ja, du schlägst es noch 1-2 Mal auf den Boden und dann fängst es an, in Flammen zu stehen. Ja, ich setze den einen Punkt ein, um... Ich kann es ja nur. Fernkampf, ein Punkt mehr Attacke, greife jetzt auf 13 an, also Fernkampf. Er hat recht, hier steht echt nichts. Das ist komisch, aber ist so. Er hat eine Attacke von 13 und deine Zielrunde vorbei, habe ich davon aus. Freie Aktion und aktivieren, oder? Was die? Ja, also Aktion wird vorbei sein, gehe ich auch von aus. Dann habe ich gerade mal den Buschruf hier eingetragen. Das macht das Würfeln gerade für mich ein bisschen leichter. Abelmir ist durch. Boltax. Ja, Konzentriert sich gerade auf mich und Boltax kommt aus dem Busch gesprungen. Und ich würde dann dort auch vom Pferd absteigen. Oh, okay. Das heißt, du... Ab jetzt... Jetzt kommt dir die richtig harte geregelt. Mach mal eine Reiten plus 4, damit du da jetzt auch vom Pferd runterkommst und vom Wadi runterreitest. Ja. Und die anderen bewegen sich natürlich auch. Versuchen da so ein bisschen zu helfen.